Moin, moin, meine Damen und Herren, herzlich willkommen. Mein Name ist Sub2 und ich bin wieder am Stream. Wir spielen ein bisschen Monster Hunter Generations. Nein. Lieber Rice. Oha. Mr. Sirius XE. Wieso ändern eigentlich alle ihre Namen? Das finde ich voll doof. Guten Abend. Tristanovic. Sei dir gegönnt. Dankeschön. Was soll das mit dem Namen ändern? Dankeschön. 6 Monate. Ding, ding. Neißenstein. Danke. Ja, das ist halt für mich immer so verwirrend, weil letztens hatte ich schon Pete im Stream. Der hat auch seinen Namen geändert. Und dann meinte ich so, Tristan? Is it you? Und er ist total ausgerastet. Und ich dachte nur so, wow, sorry. Das muss ja nicht leid tun. Nur für mich ist es halt gewöhnungsbedürftig, weil ich muss dann gucken, wer war das jetzt gleich noch? Ja, Monster Hunter. Ich hatte überlegt, ob wir uns nicht die Direct von Capcom nochmal angucken, so im Nachhinein. Hast du Bock drauf? Dann switchen wir da mal gerade rein und gucken uns die mal an. Es ist ja einmal Stories und einmal die neuen Updates zu Monster Hunter Rise. Können wir machen. Okay. Dann muss ich das nur gerade mal raussuchen. Das mache ich dann gerade ganz schnell. Capcom. Und dann müssen wir gucken, dass wir dann auch einen Sound bekommen. Da ist es doch. Ist halt die Frage. Ja. Peggy 12. Wer ist diese Peggy? zack. Erstmal so. Ihr könnt mich noch hören. Ich glaube, ich muss hier Desktop-Audio auch dann mal anmachen. Das wäre dann das hier. Monitor und Ausgabe. Sonst hatte ich nur Monitor-Ausgabe. Ja, so. Das müsste gehen. Capture. Monster Hunter Event. Zack. Ja, da ist es doch. Müssen wir mal gucken, dass wir ein großes Bild machen. Muss mir gleich mal sagen. Aber erstmal Opening. Okay. Ja, ist ja gut. Toll. Sag mir mal gerade, ob ein Ton da ist. Hast du einen Ton gehört? Ah, ich bin dann vielleicht auch ein bisschen zu groß. Ja, keine Ahnung. Ich kann es dir da ehrlich gesagt nicht sagen, wann dieses First weggeht. Mal gucken. Was man hier so sieht. Wir hatten keinen Ton. Das finde ich ja schade. First 10 Primer Aura Paid Supper of Affiliate Channel. Okay. Make any chance. Subscriber. Du kannst über die Settings, hier, Security Settings, kannst du das scheinbar ändern. Hier steht nämlich, you can decide to hide a founder's badge and show another loyalty badge by using the settings at this page. Da. Da müsste das gehen. Okay, wir machen erstmal ein Opening. Gehe ich mal in die Camera Scene.
Und öffne mal. What? Was haben wir hier? Ja, nehmen wir mal das hier. Davon habe ich dann danach noch eins und dann sind die auch schon wieder weg. Und da ist gerade mein Dashboard verschwunden, warum auch immer. Ganz komisch. Mein Handy macht schon wieder Sachen. Unbelievable. Okay, ja gut. Hauptsache man kann mich hören, oder? Aber ich muss noch gucken, dass ich den Sound halt auch mit reinkriege. Geh doch, Alter, was sind das für ein Pack? Das geht ja gar nicht auf. Doch, ich hab's. Ha! Test. Yo, das sieht auch super aus. Das sieht super, super aus. Regenbogenhülle. Not bad. So, dann haben wir hier einmal den Code. Der geht wieder mal weg. 1, 2, 3, 4. Das könnte vielleicht. Vielleicht haben wir was Gutes. Bitte, bitte. So. Wir haben als erstes eine Pflanzenenergie. Wir haben Cheryl. Oh, die Cheryl mit den grünen Haaren, die ist doch super nice. Wir haben Bisharp. Wir haben ein Zazenia? Nee, Quatsch, kein Zazenia, Utrigaria. Ein Cramorx. Ganz schön dunkel, dieses Cramorx. Oh, ein Spoink. Und das ist sogar Single Strike. Wir haben ein. Wer ist denn die erste Entwicklung davon? Ich weiß es nicht. Electric! Ein Pupanze. Okay, Orbitic. Orbital. Orbital ist die Reverse-Karte. Unsere seltene Karte ist ein. Da. Oh, geil! Victini als Full Art! Was? Krass! Full Art Karte, Victini! Krass! Die schickst du mir aber zu, als ob. Alter Schwede, wie geil ist das denn? Victini, Mystery. Meine Punkte, mein Pack. Ja, direkt mal ab in die Tüte, ne? Din, 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 din. Das ist ja richtig Victory. Krass, krass, krass. Full Max. Wow. Geilo. Alles dir zu verdanken. Da habe ich hier echt ein paar gute Booster raus. 20 Euro. Echt jetzt? Wow. Das ist nice. Das ist nice, das ist nice, hurra, hurra, die Schule brennt. Okay, wir müssen aber trotzdem mal gucken, dass wir hier Fensterscene-mäßig da einen Ton rauskriegen. Warum ging das jetzt nicht? Hörst du gar nichts? Ich meine, man sieht jetzt gerade nichts, aber so müsste man da eigentlich was hören. Can you hear something? Da muss doch ein Ton da sein. Ich hab mal lauter gemacht. In today's digital event, we'll Besser? bring you the latest updates on Monster Hunter Stories 2, Wings of Ruin, releasing on July 9th, Nice. and Monster Hunter Rise, which is already Ist auf available. jeden Fall eine gute Quote, definitiv. 12 Monate Follower, 6 Monate Subscribe. Sehr gute Quote. Ich bedanke mich nochmal ganz recht herzlich. So, es geht los mit Monster Hunter Stories 2. Und Grüße genauso an all die Leute, die gerade zugeschaltet haben. Herzlich willkommen. Ich hoffe, man kann mich hören. Ich war heute leider den ganzen Tag unterwegs, deswegen konnte ich es nicht richtig gucken. Nächstes Pack. Gucken wir mal, was da rauskommt, je nachdem. That Rathalos is no runt. I must report back to Kyle. You're with the hunters. It's my job to capture the Rathalos that escaped from Mahana Village.
Dieser Palico ist halt irgendwie voll wie Happy von Fairy Tail, oder? Mit einem riesigen Kopf. Du kennst Fairy Tail nicht? Sünde! Das ist ja nicht schlimm, aber es gibt da halt so eine kleine blaue Katze. Ein Eggsheet. Nennen die sich. Oder wie die im Japanischen sagen, Eggsheedo! Eggsheedo! Just believe. Don't you want to know what's happening to the world? Uncover Rafa's secret? You better up your game, kid. Ey, das ist nicht mal so chibi gezeichnet wie in dem ersten Teil. Das finde ich schon mal geil. Ah, okay. Die Reitermonster werden quasi zu solchen Apex-Monster und rasten komplett aus. Das ist interessant. Huch. Essen. Geilo. Kamura-Mädel-Outfit. Mm. Und Amiibos. Auch nicht schlecht. Kamura. 9. Juli. Hm. Das gefällt mir. So, how was the trailer? We hope you liked it. Yeah, of course I did. And Roberto, two characters from the previous game, appear in this installment as well. In the trailer, they're on the side of the hunters pursuing you and Razewing Ratha. But after a certain turn of events, you and Roberto team up and go on an adventure together. Werden. We also saw some mysterious riders blocking your path. They seem to have a connection with the young hunter, Kyle, his palico, Skino, as well as the other hunters these two are working together with. And finally, at the end of the trailer, it looked like Razewing Wrath's true power was on the verge of awakening. Will he destroy the world, just as the legend says? We will offer even more details at a later date, so look forward to that. Gameplay. Wieder Xing Shang Shong. Now we'd like to introduce some of the game's battle mechanics. Just like the previous game, Stories 2 is an RPG that allows you to enter into battle with monsters you encounter out in the field. Also, like the first game in the series, Stories 2 features a turn-based battle system. We've made some improvements so that players will have more ways to strategize during battle. Okay. By utilizing your knowledge of your opponent's characteristics, as well as choosing advantageous elements and weapons, you can take down even the toughest of monsters. Stories 2 offers an ever-increasing sense of accomplishment and hunting thrill as a narrative unfolds. When it comes to fighting, ziemlich interessant. There are three attack types: power, speed, and technical. Ja, das weiß ich doch schon. Ich habe den vorigen Teil doch gespielt. Technical beats speed. And power beats technical. I know. Many monster attacks are associated with an attack type, which makes monster fighting styles clearer to the player and helps when strategizing according to their patterns. Ach du Scheiße, echt jetzt? Wow. During battle, voll das Glücksspiel. You can also target individual monster parts. By breaking them, you can knock monsters down or stop them from using special attacks. Another battle feature is the double attack. If you and your monster choose the same attack type and win a head-to-head, you can perform a double attack. Ja, gut, das gab's auch schon vorhin. Prevent the monster from attacking you. Next, we'd like to introduce battle buddies. These are characters you can fight alongside during your adventure. Mm-hmm. A battle buddy and their monster, if they have one, can join you and your monster during battle, which geil. Means you can have up to four characters on your side when you fight. Alter, wie krass ist das denn? Mit vier Leuten. Your chances of performing double attacks improve when battling together with battle buddies and their monsters.
These attacks will greatly fill your kinship gauge when completed. Mhm, mhm. You can use the charge from your kinship gauge to perform rider and monster skills. By performing a kinship skill together with your monstie, you can deal massive damage to monsters and stack the odds in your favor. We hope you're looking forward to this game's improved battle system. It's nice. Produktionsinformation, Produktinformation. Monster Hunter Product? Stories 2: Wings of Ruin will be released worldwide on July 9th, 2021. Muss ich mir jetzt holen, ne? Denke ich mal. Also geht ja gar nicht anders. Pre-orders are now open for both the physical and digital versions of the game. I want the physical version. Please visit the official website. Okay, okay, okay. It's just some special extras. So that's the latest news. Hello. About Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin. Ein neues Game. We hope you're looking forward to its release. More info will be on the way soon, so stay tuned. Der alte und erste Teil war für den 3DS. Habe ich gezockt auf dem 3DS. Neueste Information, Monster Hunter Rise. Langweilig. Alright, let's have a look at the first title update for Monster Hunter Rise. Ja, aber das hier ist halt Monster Stories, das ist halt RPG. Monster Hunter Rise hier ist ja so ein komplettes Online-Multiplayer-Game, wo man zusammen fightet. Das ist ja ein bisschen anders. Du, da haben die lange dran gesessen. Das haben sie parallel quasi mit kreiert. Monster Stories 1 war schon ziemlich nice von der Story her. Das ist ja nicht mal gerade eben so aus dem Boden rausgesprungen, sondern die haben echt lange daran entwickelt. Weil Monster Hunter Stories 1 war... ist auch schon ein paar Jahre her. Und seitdem haben sie dran entwickelt. Alter, Apex Rathalos, geil. Apex Monster und Apex Rathian auch. Richtig nice. Und das heißt, es gibt auch Apex-Rüstungen. Da habe ich richtig Bock drauf. Bestimmt. Alter Schwede. Theostra! Die Drachenältesten kommen. Jetzt wird's richtig heftig. Alter, diese Explosion. Und der Kushala Daora! Favorite Monster von meinem Bruder. Und die Rüstung ist auch mega nice. Mit Affinität und allem drum und dran. Richtig, richtig gut. Oh, der Camellios. Alter, ich liebe ihn. Das ist mein Favorite Drachenältester. Der Camellios. Man sieht aus wie so ein, wie so eine Hexe oder wie so ein Magier, wenn man die Rüstung hat. Richtig nice. Und man kann die auch reiten. Oh. Du bist in 20 Minuten wieder da, wo wir uns gerade dieses geile Video angucken. What the fuck? What? Au revoir. Erhältlich ab morgen. Oui, 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 oui. We are pleased to inform you that the first free title update called Monster Hunter Rise version 2.0 will release on Wednesday, April 28th. On top of Camellios, which we announced in March, we will also be adding the Elder Dragons, Teostra. Teostra. Oi, oi, oi. And Kushala Daora. Kushala Daora. So there's plenty of content to sink your teeth into. Alter Schwede, ey. Ich meine, ganz ehrlich, Apex-Monster sind ja schon echt schlimm. Aber den Diablos... als Apex ist halt schon echt übel. Apex Rathian, Alter. Geil! Yeah. I will not do that. I will not miss out. Wow, Alter, sieht die geil aus. Sieht einfach so geil aus. DLC. Let's have a look at the new DLC being added. Stimmen, after this title Stickers, update. Hintergrundmusik, Gesichtsbehandlung, Frisuren. Frisur! You can purchase character edit vouchers that allow you to re-edit your hunter's appearance. You can get your first voucher for free, so nice. Make sure to download it from Nintendo eShop. I will do that.
If you've ever wondered what it would be like if the characters from Kamura Village were also hunters, we'll be adding voice options for your hunter, so you can sound like Fugen or Minoto. Ach was. Fugen. Your days are numbered! Let's get hunting already! Yeah. Oh, you're a cutie, ain't ya? I must be strong like Hinoa. Have to stop the calamity! We've recorded several more characters, so keep an eye out for future updates. You'll also be able to buy new layered armor for your hunter and buddies. Okay. Gestures. Yeah, full the dance here! Whoa! Stickers. Die gefallen mir nicht so. Hairstyles. Oh yeah! Pet clothing and more. So head on over to Nintendo eShop via the title menu or the courier Papagei. To see what's on offer. Okay, I will do that. New event quests will be made available for free after the title update. Okay, okay. Once you've downloaded them, you can also play them as many times as you want, even offline. Wow. Nice. We also plan to provide some event quests that reward you with new gestures and stickers. So look forward to more information in the future. Okay. Eine Brille! Megane! 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 Jägerrang-Limit. Oh, freigeschaltet. After the update, you'll be able to unlock your Hunter rank cap, depending on how far you've progressed in the hub quests. Once the cap is unlocked, you'll earn Hunter rank points every time you complete a quest, and as you increase your Hunter rank, you'll be able to take on quests for the new monsters added in the update. Okay. Urgent. There will be a variety of advanced rampage quests. Oh, Randale. Randale, Randale! Ich will Randale. Ja, die brauche ich jetzt nicht unbedingt. I don't need it. And single player only quests that'll really test your hunting skills. Oh no. So we hope you try them out. Ouch. Das sieht echt böse aus. Rayang und noch den Mega Malo. So you can dress your best while keeping the skills and defense stats you prefer. Here are some other features of the update. Einige Fehler wurden behoben. Okay, okay. Zukunftspläne. Title update version 2.0 won't be all. We're already working on the next update for Monster Hunter Rise. The next title update, version 3.0, will add an additional story chapter taking place after the ending. Nice. What will happen to Kamura Village as it faces its biggest rampage yet? Of course, there will be several new monsters too, so you won't want to miss it. I will not do that. I will not miss it. We will share more information on Title Update Version 3.0 with you at a later date. Grüße gehen raus an alle, die gerade neu zugeschaltet haben. Herzlich willkommen. Crossover-Inhalte. Auch zu Monster Hunter Rise. If you have save data from your Palamute riding adventures in Kamura Village, you can receive Kamura Garb, special layered armor for the player, which resembles the hunter's gear. If you have save data from your Monsty Bonnie adventures in Mahana Village, you can receive Rider Armor, special layered armor for the player, which resembles the default Rider's gear. But I don't have. Not yet. To reiterate, Monster Hunter Stories 2, Wings of Ruin, will release on July 9th. Okay. And? And Monster Hunter Rise is already available. Already available! Please look forward to more information on Monster Hunter Stories 2. Ja, geil. And Monster Hunter Rise in the future. Okay. I will do that. Just for gameplay. So, ich glaube, das war's. Ja, das war's. So, dann gehen wir mal jetzt ins Spiel rein. Ich werde mal Desktop-Audio wieder umswitchen. Nur Monitoring. So, okay.
Das heißt, wir können uns jetzt schön vorbereiten auf Monster Hunter. Oh, ich bin ein bisschen tief, oder? Ein bisschen höher hier gehen. Hey. Aber wo? Da. So. This is a little bit better. Ah! Ah! Tja, tja, tja. Okay. It's getting hot in here, so tickle for your clothes. Ist ein bisschen sehr heiß. Ich hätte mal in den Gamer-Modus gehen. Mein Labby. Höhere Grafikleistung erhöht. Naja. I'm not sure. Okay, wir legen los, wir legen los. So, gucken wir doch mal, was wir haben zu tun. Ich werde erstmal den hier anquatschen und gucken, vielleicht gibt es ja schon ein paar Zusatzinhalte. Haben wir was? Noch nicht. Mal gucken, ab wann es erhältlich sein wird. Ich könnte währenddessen mal so ein bisschen hier Dorfquests machen. Oder? So. Oh. Oh. Zwei abgeschlossen. Aha. Das können wir. Wir müssen Insekten sammeln und Honig. Und Erze. Machen wir mal. Ja, nebenbei sammeln. Was haben wir denn hier? Geheimzutat. Fange eine. Okay. Das kriegen wir hin. Was hat die für eine Schwäche? Die Geheimzutat. Hier alles in Ordnung. Jetzt ist wieder alles in Ordnung. Ja. Das wollte ich gar nicht. Wollte ich hier rein. So, wo haben wir die denn? Unsere Dame. Die Sirene. Zum Mackern. Schwäche ist bestimmt. Electricity, okay. Da hab ich doch was. Ausrüstung. Zero. Nava. Halt die Frage, ne? Was ist hier irgendwas drin? Ne, da ist ja gar nichts drin. Wie geil ist das denn? Das heißt, wir können da einfach mal die Nava-Axt nehmen und dann kriegen wir sogar noch einen Boost. Kick, kick, kick. Kann ich eigentlich noch verbessern? Natürlich spiele ich Monster Hunter mit meinem Monster Hunter Controller. verbessern, ja, Mordarzt. Ne, kann man nicht verbessern, so wie es aussieht. Das kann verbessert werden. Da fehlen die Belobigungen. Omni. Clearbeutel, ja, davon brauche ich noch ein paar. Ja, lila Magna-Kugel. Also, hier, das brauche ich! Die goldene Almudron-Kugel. Und wie ihr sehen könnt, habe ich so viel Material von dem, was ich schon so oft gemacht habe, 35 Mal am Stück. Und immer noch nichts. Den machen wir auf jeden Fall auch später nochmal. Ich will nämlich die Waffe von dem, damit ich den Magna Malo handeln kann. Denn seine Schwäche ist nämlich Wasser. Und das ist eine Wasserwaffe. Dango, please. Wechsler. Ja. Dice? Dice-ki? Same. Hey, Bro, was geht? Herzlich willkommen. Du hast auch noch keine Kugel bekommen. Ich habe letztes Mal, als ich Monster Hunter gespielt habe, mit Juli zusammen den Almudron gemacht und die hat einfach mal eine Kugel bekommen. Und noch ein paar Platten. Und ich habe einfach nur zwei Platten bekommen. Aber das war so ärgerlich. Sie hat welche bekommen und ich nicht. Ich dachte nur so, nein! Nein! Warum?
Wie konnte das nur passieren? Dun, 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 dun. Danjo. Bin ich Danjo? Ja, bin Danjo. So, übernehmen, okay. So, besser. Okay, okidoki. Ja, ich starte erst eine Stunde vorher. Ja, sonst hat man mich keinen Bock mehr, oder was? Her damit. Wenn man dann nicht schon wieder so in Rage ist, dass man sagt so, ja, Jo! Was war das denn, ey? Der Fug. Einfach mal so, tschum, 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 vorbei. Sie haben das Ziel verfehlt. Komm, Hund. Danger. Ach ja, ich wollte ja Käfer. Alter, du bist doch ein dummer Köter. So. Jenna, Jenna, Jaja, Jenna, Jenna. So, ich muss ein paar Käfer sammeln und natürlich auch den Kram hier. Was war das noch? Ich bin aber auch ganz glücklich darüber, dass sie das nächste direkt für Mai angekündigt haben. Ja, das finde ich auch gut. Ehrlich sagen. Wo sind die Käfers? Hochrutschen. Hä? Oh. Kamuda. Hallo. Da ist ein Käfer. Ja, also es ist schon geil, dass die dann auch die neue Story halt implementieren. Da habe ich nämlich auch voll Bock drauf. Los, du kommst doch wohl darüber. Alter Schwede, ey. Giftfrosch ist auch gut. Hä? Ich hätte schwören können, ich hab was getroffen. Ja, weil die Story halt einfach viel zu schnell vorbei war. So. Auf, Hund. Kommen Sie zu mir. Kommen Sie zu sich. Aber ich finde es halt irgendwie doof, weil ich glaube, es wird kein G-Rang halt eingeführt, wenn die jetzt schon die Begrenzung aufnehmen für die normalen Stories, dann kann ich mir irgendwie nicht vorstellen, dass die da einen G-Rang mit reinpacken, wenn ich ehrlich bin. Ich muss anfangen, A zu drücken, wenn ich meine Käfer benutze.
Dann werde ich mal damit anfangen. Aber ich gehe gerne nach oben. Da geht man ja immer nach unten, ist doch voll scheiße. Ich gehe lieber geradeaus. Ganz ehrlich. Ich will nicht immer nach unten. Meisterin ist auch okay. Jo. Ich sag ja nichts anderes. Aber ich hätte lieber gerne einen G-Rang anstatt einen Meisterrang. Hallo, hier ist der Meisterrang. Ey, du sollst da bleiben, habe ich gesagt. Käfer? Käfer? Hm. Nein, wenn du in der Luft bist, kannst du noch eine Rolle in der Luft machen. Ach, so meinst du das? Ja, du meinst... Was meinst du? Stimmt. Ja gut, aber so richtig weit kommt man damit jetzt auch nicht. So, dann haben wir das erfüllt. Ich glaube, hier ist irgendwo noch ein Käfer. Führe die Genauigkeit. Okay. Ich werde mein Bestes geben, das zu integrieren. Einen einzigen Käfer bräuchte ich noch. Einen einzigen. Bitte. Bitte, bitte, bitte. Käfer? Käfer. Hallo, Käfer. Gar nicht so einfach. Dann ist er meistens so schnell unterwegs. Ja, dich wollte ich noch holen. Sehr gut, du kommst mit. Kamera über Chat. Ist doch egal. Ganz ehrlich. Da ist der Käfer. Nein, noch einer! Da Fug! Da Fugidi-Bugidi! Hallo, ist hier noch irgendwo ein Käfer? I need one more Käfer! Da kommt man gar nicht hoch, ich sehe schon. Ja, wir brauchen schon Karten. Ich nicht. Das ist nicht der höchste Punkt. Hey, ha, hoodly, hey.
Where is a Käfer? I need a Käfer. Leute. Aber Leute, die Zuschauern wollen. Was? Aber Leute, die Zuschauer wollen oft auch lernen. Was wollen die lernen? Lernen? Lernen wird überbewertet. Ich will da hoch. Ich komme da aber so nicht hoch. Wie komme ich da hoch? How? Oh. Ja, man kann hochlaufen. Ja, ja. Die Leute. Ein Geldbeutel. Herbert, mein Geld. Gibt's ja auch irgendwo einen Käferle? Nö. Sir Rudy. Doch, da. Da ist er. Okay. Dann können wir jetzt mal so langsam zu der Mrs. gehen. Sind wir hier? Ja, brauche ich jetzt aber nicht. Ich muss die Olle fangen. Da glitzert auch was. Direkt mal hin. Staub. Hello, Mrs. Jetzt. Okay, ich wollte eigentlich nur vorbei, aber okay. Wait. Ey. Ich habe die total erkundet. Die ist schon echt geil, muss ich sagen. Die hat was. Jetzt schrei doch nicht direkt. Ja, ich werde direkt mal geschubst hier. Autschi. Böse. Oh. Und wieder was kaputt gemacht. Ich mach die komplett kaputt. Oh nein, die hat mich... Dankeschön. Halt die Schnauze. Hey. Ich versteck mich. Hundi, hallo. Au. Dummer Köte. Ganz schön. Echt jetzt, die rennt. Was macht die denn da? Oh! Und Grüße gehen raus an Leute, die gerade neu zugeschaltet haben. Herzlich willkommen im Stream. Wir fangen den Sumnakant. Oder Sumnakanth. Da!
The Golden One, Gold Roger. There he is. Komm her, du. Komm her, du. Danke. Sexy! You're welcome. Hey, Süße! Ich bin hier. Oh, erlege kleine Monster. Haben wir noch mit dabei? Anno! Bringt ja gar nichts da irgendwie überhaupt zum. Richtige Foot. Du bist vergiftet, du bist vergiftet. Oh nein. Nicht mit mir. Und jetzt reiten wir sie mal. Oh yeah. Hey! Richtige Hu. Oh. Tada! Haben wir sie gefangen und einen neuen Mochi freigeschaltet. Mochi, Mochi. Wir haben keine kleinen Monster getötet. Wir nehmen alles. Dango, 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 go, go. Oh yeah. So. Dankeschön. Käfer sammeln habe ich keinen Bock mehr drauf. Erze sammeln ist in Ordnung. Die einheimischen Wesen haben wir auch schnell gesammelt. Fundstücke. Ist ja auch mal so nebenbei. Was shoppen wir denn noch? Jetzt ein Kleinkram hier. 10 Lute rot. Die Frauen aus dem See. Ist aber sexistisch. Money, money, money. Wie gesagt, hat eigentlich mein Controller noch. Ich bin noch nicht einmal geladen. Hälfte. Pff. Then let's go. Holen wir uns mal diese Frauen aus dem See. Das ist innerhalb von nicht mal 2 Stunden voll. Ach so, der Controller. Ja gut, man kann ihn ja auch separat, beziehungsweise gleich nebenbei laden.
Du musst ja nicht mal irgendwie aufhören, mit dem Controller zu spielen. Du schließt ihn einfach über USB irgendwo dran an, lässt ihn laden und zockst gleichzeitig. Der lädt nämlich schneller, als dass er verbraucht. Hey, ich wollte ihn erlegen. Voll uncool. Schoboiz. Sieben. Seven. Ich weiß wo. I know where it is. Hier oben. Oh, ein Looterot. Gambare. Was spielst du denn? Auch Monster Hunter oder was? Oder spielst du Breath of the Wild? Wildy Wild. Oh, hier ist ein Affe unterwegs. Oh ne, es ist ein Bär. It's a Bear. Bärscher. Ja, den Baum. Der Fug. Ich weiß ja eigentlich, wo hier die ganzen Käfer sind, aber ich habe trotzdem irgendwie keinen Bock da drauf. Und wie viele Titanen hast du schon geklärt? Ich würde mal sagen, alle vier, weil du hast bist ja schon bei dem Kamel gewesen. Ike, Ike. Ike, Ike. Genshin? Genshin? Ich hab Bock auf Genshin Impact. Aber ich habe jetzt die letzten zwei Tage, das habe ich dir ja schon erzählt, Final Fantasy gespielt und jetzt sind Wartungsarbeiten, sodass ich nicht weiterspielen kann. Und das finde ich voll delf. Ich würde so gerne weiterspielen. Mein Schurke ist schon auf Level 20. Und ab 30 kann ich dann den Ninja spielen. Was bist du denn? Ugh. Laternenraupe. Katzis, hallo. Ich muss hier mal sammeln. Vielleicht kriege ich ja was Gutes. Nö, irgendwie nicht. Schade. Yeshkere. Hier übrigens Geheimversteck, falls du dich fragst, wo kann ich hier geil Erze bekommen. Es ist hier. Ja, wenn man mal reinkommt. Hier gibt es zwei Abbaustellen und hier ist übrigens auch so ein Geheimnis. Sorry, sora, sora, sasa. Ich will. Mach dir den Rest. Hunde? Hallo? Mach ich das halt. Einmal mit Profis arbeiten. Wirklich, ey. Schwarz. Also, lustige Geschichte. Hab alle drei außer den Kamel im Schloss gemacht. Was? Alle drei außer den Kamel im Schloss gemacht, nachdem ich gemerkt habe, dass die... das ist Ganon. Hab ich ausgemacht und jetzt mache ich erst den zweiten am Vulkan. Okay. Also, du hast das Kamel nicht gemacht, bist ins Schloss gegangen, gegen Ganon gekämpft und hast dann gemerkt, scheiße, das ist ja gar nicht, oder wie?
Das ist ja gar nicht das Kamel. Oh, what? Das Kamel ist aber nicht im Schloss. Da redest du jetzt vom Schloss Hyrule? Wusste ich gar nicht. Also das heißt, wenn du direkt quasi am Anfang des Spiels, also gar nicht die Story machst, sondern direkt ins Schloss läufst zu Ganon, musst du die ganzen Geister oder beziehungsweise die ganzen Flüche zuerst bekämpfen und danach gegen Ganon? Oder wie? Ist ja witzig. Auch machbar. Alles machbar, Brasa. Bounce! War total easy, da der Donner nicht dabei war. Jo. Ja, das heißt, du hast schon gegen Ganon gekämpft. Wie findest du ihn denn? Der ist doch voll nervig zu bekämpfen, oder? Der Ganondorf. Ach, genau, bei Ganon hast du ausgemacht. Okay. Und nochmal alles von vorne. Oh, das ist wieder ziemlich hell alles hier, ne? Hypdro. Oh, ein bisschen dunkler. So. It's a little bit better now. Weil ich mich so angestrahlt. Ich kann dir noch so viel sagen, wenn du das Originalende auch haben willst, dann musst du auch alle Gedächtnisbilder beziehungsweise alle Orte finden, wo du die dein Gedächtnis wieder zurückbekommst, weil du erinnerst dich ja quasi an gar nichts mit Link. Der hat ja komplett gar keine Erinnerung mehr und du musst erst alle Orte aufsuchen, um das finale Ende zu bekommen. Von den Bildern, die gespeichert waren in der Cam. In dem Smartphone. Ding, 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 ding. Gamuda. Zeig mich mit dem hier. Da sollen wir ein paar von den Schein geben. Ey, Dude. Hab ich nicht was reingeworfen? Oh ja, hab ich. Schmelztiegel. Talismane nehmen. Oh, du Scheißendreck. Wow! Teilchenzerstörer und göttlicher Segen. Das ist mal ein richtig
geiler Talisman. Sturmwind-Talisman mit zwei Slots, aber zwei kein. Außer ich sonst eine Konstitution. Ein Sechser, kräftigen mit einem größeren, okay. Bestrafender Zug und Pestwiderstand. One Slot. Unverwundbarkeit und zielsicher. Rückstoß, das ist boring. Oh, Provozierer und göttlicher Segen und ein kleiner Slot. Ein Riesenslot, ein kleiner Slot. Schlafwiderstand. Ich habe nicht genug Talisman, um das zu machen. Wie geil. Gib eine Fähigkeit an und stelle die nötige Menge an Materialien zum Verschmelzen mehrerer Talisman bereit. Gib eine Fähigkeit an und stelle die nötige Menge an Materialien. Das ist das gleiche einfach mal. Spiegelndes Becken und Schleier. Okay. Fähigkeit zufällig. Ibushi-Kugel. Irgendwas, was ich ganz oft habe. Zum Beispiel Freundschaftsgutscheine. Oder hier Almodron-Sachen. Ein 30er. Was nehmen wir? Ayana. Und das machen wir auch mal. Ach so, da muss ich ja angeben, was ich haben will. Was will ich denn alles haben? Kritischer Blick ist natürlich mega geil. Wie bist du ins Vulkandorf gekommen? Ich habe mir vom Vulkandorf einfach die Rüstung machen lassen. Beziehungsweise gerade so viel, man kann vor dem Vulkandorf, wenn man da hinaufsteigt. Du musst halt dir erstmal ein Getränk holen, was hitzeabweisend ist, damit du halt für keine Ahnung wie viel Zeit da durchlaufen kannst bis zu einer bestimmten Stelle. Und da ist ein Dude, der stellt, oder ein Goron ist das, der stellt, glaube ich, ist das ein Goron oder ist es halt irgendwie ein Typ, und der stellt dir halt die Rüstungsteile her, wenn du denen bestimmte Materialien bringst. Und die musst du dann halt schnell da in der Umgebung sammeln und den bringen, damit du die Rüstung bekommst. You know what I mean? Das war göttlicher Segen. War das göttlicher Segen, was ich gerade gemacht habe? Ich weiß es nicht mehr. Habe ich jetzt göttlichen Segen? Nee, ich habe Blitzmorpen gemacht, ne? Mir noch kritischer Blick ist halt auch mega geil, ne? Ohrstöpsel ist halt auch mega nice. Scheißegal.
Okay, ich habe die schnellere Variante genommen. Die da wäre, bist du schnell da reingelaufen, hast dir die Rüstung gekauft, oder was? So reingejumpt. Uah, ich bin jetzt da! Ja, wir haben ja auch noch ein paar Amigos, die wir wieder lesen können. Auch gerade mal machen. Gucken, wie das mit dem Controller geht. Okay, Toon Link. Bingo! Oh yeah. Das war wohl ein Bingo-Go. Ich hätte wieder da reingehen. Was haben wir denn noch? Ja, hab mir die nächste Stelle gesucht und bin brennend drüber geflogen und dann schnell zum Shop. Habe ich mir fast gedacht. Nee, ich wollte den normalen Weg gehen. Den normalen Weg, weil da kommt nämlich auch da, wo du dir die Rüstung machen kannst, da kommt auch so eine Stelle. Da kannst du richtig viele krasse Erze abbauen. Und du kannst generell auch, wenn du viele Erze sammelst, die im Dorf richtig teuer verkauft, da rennt so eine Tuse rum, die gibt dir immer richtig viel Kohle für ein bestimmtes Erz. Und das ist random, das wechselt immer wieder, wofür sie viel Kohle gibt. Oh, das ist normal. Wen haben wir noch? Komm, kleiner, junger Link, du musst auch nochmal ran. Falle. Jackpot! Bei den Fallen. Aber 3 Mega versprochen ist schon nice. Mata no ne. Okay. Yay. What do we got? Kontoobjekte sammeln. 7 Kontoobjekte. Das ist schnell gesammelt. Transportobjekte. Zählen nicht! Da fuck! Dann nehme ich lieber das hier. Ich werde zum kleinen Monster auch schnell erledigt. Teile brechen. Oh, das macht man ja so nebenbei, aber das gibt halt nichts Gutes. Nehmen wir das hier doch mal mit. Okay. Okay, da okay. Liefere 10 einfache Prismen. Ja, das kriegen wir doch hin. Aber ich muss mich umziehen, natürlich. Nee. Ich möchte als Goldglöckchen durch die Gegend laufen. There she is. Falldrache. Was ist von der Augen? Ja doch, ist in Ordnung. Und noch was fordern. Hey, weg da Katze. This is my place. ja. Der Sinn des Lebens ist was? Erntehelfer. Ja, das ist doch super. Das passt doch. Hi, hi. Ikarasere!
Matane! Bis zum nächsten Mal. Ja, die Prismen werden auch direkt angezeigt. Da vorne ist nämlich auch schon direkt einer. Ich dachte eigentlich, dass die Prismen, dass man die im Vulkan sammelt. Da haben sie sich wohl vertan. Ach, das sind die Dinger. Okay. Yo. Ah! Bounce! Alter, du blöder Hund. Hund. Habe ich irgendwas zu beigetragen? Niet, nada, niente. Meru. Ike, ja. Ike. Ein Loch. Hey. Warum trifft man den denn nicht? Was ist denn da los? Bun? Was ist denn da? Hm. Das war nicht so ganz so. Halt den Mund.
Ich habe absolut keine Ahnung, wie man da hochkommen soll. Fick mir ein. Richtig, richtig scheiße. Okay, ich bin jetzt hier. Einfach mal keine. Alter! Ich muss doch hier hochgehen, oder nicht? Bin ich jetzt wirklich so richtig dumm? Dann kann man sich mal hier ein bisschen rationieren. Okay, okay, keine Ahnung. Ich weiß es wirklich nicht. Also irgendwo hier kann man scheinbar rein, aber es ist, keine Ahnung, vielleicht im Untergrund oder so. I do not know. Auf jeden Fall keine Lust mehr zu suchen. Ja, auch genug Alternativen. Jetzt fühle ich mich hier gerade schon wieder richtig verarscht. Hä? Ey, was ist denn das? Hä? Hier ist halt einfach mal gar nichts. Wie dumm. Da. Oh. Hier ist sogar ein Relikt. Nice. He is back. He is here. Again. Willkommen zurück, Trizzy. Mr. Sirius. Alter, komm doch mal, Hund. Was ist denn los? Dummer Köter. Richtig dummer Köter. Ich wüsste halt mal gerne, wo der andere Punkt ist. Ist mir eigentlich egal. Hier geht's einfach mal so rüber. I found what I was searching for. Maybe. I'm not sure. Hier ist halt einfach mal nichts. Da. Ich warte noch. Da drüben war ich nämlich noch nicht. Okay, okay.
Nein! Verdammte Kacke! Das ist doch dumm! Alter, wie dumm ist denn das gewesen gerade? Richtig behindert. Oh. Man kann einfach nicht da hochlaufen. Das geht halt einfach nicht. Hund, komm jetzt! Müssen wir anders hin. Toll, mir fehlt noch ein einziges Sammelobjekt. Das ist auch ziemlich dämlich. Die Frage ist nur, wo? Kuma Kuma. Kretschmer Time mit Simon. Bam, 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 bam. Wieso krieg ich denn keine Kamura? Brauch Kamura-Tickets. Dango. Großblabbelung, Buddy. Wie kriegt man denn noch mehr von denen? Kam für Leistung an den Dorf. Man muss doch einfach nur Quests machen, oder nicht? Und dann kriegt man die. Hab ich gedacht. Kann man die vielleicht für Randale? Einzelne, alleine Randale? Nochmal eine Randale. Randale, Randale. Ich will Kamura-Scheine. Also ich muss sagen, ich bin auch an Monster Hunter Stories interessiert, wenn ich ehrlich bin. Das hat mir schon wieder Bock gemacht, irgendwie das zu zocken. So, das wird jetzt ein bisschen anstrengend.
was? So. Kann losgehen. Oha. Ah! Oh shit. Ach kommt! Och komm, du Dreckiger! Oh, okay. Ich hab einen Frosch. Ich greif. Ach komm! Ach komm! Nein! Du Spasti, ey! Jedes Mal greift er mich an, wenn ich damit in der Tablet drüber! Jetzt aber! Ja toll! Ich hab einfach gar nicht irgendwie! Ja! Alter, wie ich die einfach mal nicht mehr treffe! Nein, der macht schon wieder! Alter, wie ich einfach mal nicht treffe hier! Warte! Royale Platt! Ach, ich muss abspringen. Erste Horde abgewehrt. Okay, okay. Maschinengewehr ist verfügbar.
Was haben wir hier? Ja, ja, ja. Das lassen wir mal so, wie es ist. Kanoniere. Zwei Stück hier hin. Das kann hier hin. Machen wir hier halt einfach auch noch so ein Ding hin. Hey, nicht wieder runter, du. Ich wollte eigentlich das Ding einsammeln, habe ich auch nicht gemacht. So, weiter geht's. Okay, oh, okay. Komm schon, zweite Horde. Okay, okay. What is it now? Ach du Kacke. Bam, 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 bam. Ich gebe euch allen. Bam! Verzieh dich! Wo ist die Ratian? Ich mach dich platt. Oh, du Blöde! Hey! Oh, das war gemein. Alter Schwede, war das gemein. Mach euch alle platt!
Okay, okay. Jetzt aber, ey. Pass mal auf hier. Dum, 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 da. Damn! Und, Alter! Verteidige das letzte Tor. Verteidigt. Dun, 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 dun. Hab ich nicht super gespielt? Wo bin ich eigentlich? Oh, hier bin ich. Alter, das war doch richtig gut, oder? Wuhu, ich bin begeistert von mir selber. Wie gut das alleine funktioniert hat. Richtig, richtig gut. Also das war alles übersichtlich. Ich habe alle Monster abgewehrt. Ich habe die nicht durch die letzte Mauer gelassen. Also ich muss sagen, das war richtig gut. Was ist denn Goldsamen? Und wo ist dieser Goldsamen? Oh, ein Flügel. Hallo. Aha, ein Panzer. Gerade so noch den Panzer bekommen. Hui. Und Grüße gehen raus an Leute, die gerade euch zugeschaltet haben. Habt ihr das gesehen? Alleine. Und ich habe ein S alleine. Obwohl. Ah, es gibt doch S+, ne? Weil ich einen Wyvern-Feuer-Artillerie nicht abgewehrt habe. Also wäre mit Wyvern-Feuer-Artillerie. Ist in Ordnung, muss ich sagen. Also. Wasn't bad. Ja gut, das sind alles nur Scheine, die ich schon habe. Alles einer Scheine. Hm. Ich dachte, vielleicht bekomme ich hier diesen anderen Schein. Hm. Ja, toll. Heckmeck! Krieg ich von dem jetzt irgendwas? No. Okay. Okay, Randale ist es nicht. Vielleicht irgendeine höherrangige Quest. Oder so eine doppelte vielleicht. Hm. Vielleicht mal hier die Quest machen. Einfach nur mal. Ja, ja. Okay. Wie sieht's denn? Machen wir mal noch das hier. Oh, ich bin ja schon wieder eine Stunde 40 am Spielen. Wie schnell das doch geht. Eieiei. Große Monster. Volvidon, Schwäche, Water, war ja klar. Und die andere Kugel. Ach ja, war der Fettsack, ne? Elektrizität. Dann nehmen wir doch mal lieber Electricity. Und da ist ja Wasser eigentlich auch ganz in Ordnung. Aber ich nehme trotzdem das Nagi. Nagi-Waffe. Let's take a Nagi-Waffe. Glücksdango. Okay, stopp. Da müssen wir dann natürlich auf den Almodron gehen, oder? Wenn ich überhaupt Glücksdango bekomme. Komm erstmal. Daisuke! Habe ich bekommen. Okay.
Machen wir doch den Almu. Mit Glück muss man probieren. So, dann müsste ich mal hier Waffe, Ausrüstungsset natürlich auf Almo dran nehmen. Seine Schwäche ist natürlich Feuer. Und da deswegen auch diese Waffe. Und ich muss aber gerade nochmal gucken, Almudron. Der ist doch irgendwo hier unten, oder? Da ist er. Gerade nochmal gucken. Ups. Also, Zielbelohnung. Es gibt den am häufigsten, wenn man ihn fängt, wenn man Teile bricht. Und fürs Zerlegen auch 3%. Okay, ich habe absolut immer noch keine Ahnung, warum da so kleine Punkte dran sind. Vielleicht, weil ich irgendwie, keine Ahnung, was das brauche oder so. Aber es ist ja auch teilweise mehrmals. Die Almudron-Platte, da 5-mal, da 3-mal und da sind diese kleinen Bildchen, diese kleinen Windows immer mit dabei. Ich habe keine Ahnung, was das bedeutet. Zerlegen, Schwanz, was? Belohnung für Ziel, Belohnung fürs Fangen 3, Belohnung für Teil. Also wenn man Kopf bricht, hat man eine Chance auf 3%. Beim Zerlegen, Körper, beim Schwanz abschneiden hat man auch eine 3%ige Chance, das daraus zu bekommen. Alter, kriegst du erstmal hin, den Schwanz abzuschneiden. Ganz ehrlich. Als Fund auch nur 1%. Also man kann, wenn man den Schwanz zerlegt, okay, wir müssen den Schwanz abschneiden und Kopf brechen. Bauch kann man brechen, Rücken kann man brechen, Hinterbeine kann man brechen oder was? Schwanz und die Schwanzspitze kann man halt abschneiden. Ich guck einfach mal. Ja, ja, ja. Dango, 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 go, 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 go. Los, los, los. Wir wollen. Das ging relativ schnell, muss ich jetzt sagen. Oder bin ich auch erstaunt. Holen wir uns den Affen und knallen da so ein bisschen drauf. Glücks! Alter, hol das Glücksvieh! Dude! Lucky bis Doppel-Lucky. Alter, die haben schon wieder alles weggenommen hier. Ihr seid doch scheiße. Kann mal einer da jetzt irgendwie den Glücksvogel einsammeln? Und da fliegt er. Ich fass das nicht. Da ist er. Alter, wo fliegt der hin? Hab ich. Ich hoffe, die werfen mich jetzt nicht raus. Okay, okay. Nein, 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 nein. Okay.
Okay, jetzt geht's los. Ich komme. Dum 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 dum. Oh wee, yeah. Oh wee, oh. Komm schon. Hier kommt Affen-Kung-Fu. Was? Was? Ich hab doch gedrückt! Alter, ich hab doch gedrückt! Echt jetzt? Das ist ja unfair. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich gedrückt habe. Nein! Alter, wie ich einfach mal nicht ein einziges Mal getroffen habe hier, diese Scheiße. Irgendwie? Ah, die da! Und Grüße gehen raus an alle, die gerade neu zugeschaltet haben. Herzlich willkommen! Was piept mir eigentlich die ganze Zeit? Wow. Uah. Kann er jetzt mal aufhören damit? Ey, ich habe einfach nichts gesehen und wurde einfach weggeschlagen. How rude. Gazuga! Ich einfach mal nichts sehe, ey. Wie ich immer auf der falschen Seite bin! Echt jetzt? Ach du Scheiße, ey.
Oh nein, ich bin auch gleich tot. Ey, das war so unfair! Ich habe einfach nichts gesehen! Ich dachte, ich kann irgendwie auf den Schwanz hinten drauf, aber nö. Tama! Oh ja, komm, lass mich hier schön. Alter, wie die Steuerung hier, ne? Oh, du Behinderter! Renate? Falle gestellt? Oh. Das war ich. Eigentlich wollte ich was futtern. Nee, eigentlich wollte ich das hier machen. Hallo! Wieso macht er das denn nicht? Alter, ich raste aus hier. Anstatt. Oh. Yeah. Hallo, hier ist eine Falle. Wenn die einfach mal hierher kommen würden. Mann, und Grüße genauso an alle Leute, die gerade neu zugeschaltet haben. Herzlich willkommen im Stream. Diese Kamera, ne? Die switcht immer nach unten. Oh, jetzt geht er rein da. Alter! Was? Oh, der da fangen war, das habe ich gar nicht mitbekommen. Oh Mann, den Schwanz kann man einfach nicht abschneiden. Den kann man einfach nicht abschneiden. Das funktioniert halt einfach nicht. Das ist doch eine Katze. Bitte komm, gib mir die Kugel. Ich gib mir die Kugel. Nein! Ich will die Kugel von dem. Vom Almododrom. Mmh. Noch eine Platte. Lucky. Nicht. Ich habe schon 7 Stück von diesen Platten. Das ist einfach so ärgerlich. Es wird halt einfach nichts, ne? Hallo? Nein! Ey, ich habe einfach den falschen Knopf gedrückt, diese Dreckskacke da. Fuck you, doo-doo-doo. Jetzt muss ich alles wieder rausholen. Alles. Da kommen uralten Trank. Energy. Was hat das denn hier zu suchen? Oh
Okay, Blitzbomben brauche ich auf jeden Fall. Brückensbomben. Das auf jeden Fall. Das. Und natürlich Amuletten. Dann, das. Was habe ich vergessen? What have I forgotten? Nullbeeren. Was ist eigentlich das hier? Spinze. Da haben wir noch einen Sprintsaft. Wow, wow, wow. Yippie, yo, yippie, yeah. So, und jetzt nochmal. Und diesmal trinken wir X und überschreiben durch. Und jetzt haben wir das. Sudeli. Judeledi. 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 Okay, hey du. Dudi. Jo, Arena, geplaudert. Ja komm, quatsch mich nicht dicht, du Shinobu, Shinuba, Shinabu. Wartet mal. Ich hatte und ich wollte und dann sollte. Wechselkunst. Habe ich immer noch die beiden. Es gab doch noch eine neue Wechselkunst, oder nicht? Ich hatte doch, der hatte mir doch irgendwie Quests gegeben, die Wechselkunst immer noch mal so erweitern. Ja, guck mal hier. Dango. Ja, genau. Echt nicht cool. Cool, ja, cool. Da Studium vom Schwert und Schild. Da hier war es, Mob-Axe, da ist es doch. Als Beitrittsanfrage. Schaut doch mal frei. Ja, du mich auch, Itadasai. Itadasai Masan. Ich hab schon wieder verloren. Ich war doch schon bei 91 oder 92 oder so. Und jetzt bin ich schon wieder bei 89. Also 189. Wie ich immer wieder, ich weiß nicht, also, hä? Einfach mal wieder entfollowed die Leute. Das ist voll unfair. Was habe ich denn getan? So, Lagombi und Ketsu. Und die Beitrittsanfrage ist auch aktiv. Ich gehe erstmal sammeln, während ich warte. Ike, Ike. Oh.
Warum? Du blöde Kuh! Du springst hier einfach nur mal weg! Was? Was? Der Hund ist einfach. Ich bin. Oh, da ist Lacombi. Gib her. Oh, da sind ja schon Leute drin. Dango, 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 Dango. Hund! Okay, die haben. Ja gut, ist ja eigentlich egal jetzt. Guck mal. Ich hab doch gedrückt, wieso macht das Ding denn nichts? Why is this happening to me? Ah, Body Slam hier. Ist Relax oder was? Nani? Alter, wer hat mich denn da jetzt? Die behinderte Foot, ey. Dreckiger! Ike, Ike! Hoch da! Ich frag mich, welches Level die sind. Lagombos. Ups. Bam, 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 bam. Wusch. Egal, einfach drauf, weil macht sowieso keinen Damage. Egal, ganz egal. Gums, Gums. Ashton-Tränen. Und Rouge und Perms. Neuer Rekord. Größtes Exemplar.
und ich war nicht da. Ich sah nur zu. Gefielte Fisch! Was war das denn? Der Drops ist aber noch nicht gelutscht. Schön. Ja, ich auch. Nice Hund. Komm, Hund. Oder halt so. So einfach. Nice Stein. Ich habe aber keinen Bock auf den Kessel, wenn ich ehrlich bin. Egal! Komm angerannt, wenn erstmal angeschrien. Alter, du bist doch ein Fickkack da! So eine Foot, ey! Kikaro, Kikaro, Kikaro! Ist mir egal, ich baller jetzt einfach nur drauf. Okay, das ist doch nichts. Ist. Ich drücke die ganze Zeit, aber es macht halt einfach nichts. So ein Ficker, ey. Guck doch mal in die richtige Richtung, du Dreckiger, du Dreckiger. Das ist ja schon irgendwie das vierte Mal geschrien, oder was? Halt nichts mehr, aber egal. Die Kamera macht mich fertig. Immer drauf da, immer drauf da, immer drauf da, immer drauf da. Und ich, hör auf mich zu beißen, du. Fünfter Schrei. Ah! Motherfucker! Oh. Sechster Schrei! Hey, das ist voll unfair! Ich sehe halt einfach nichts mehr. Das war unfair. For real, real. Alter. Du bist doch ein Ficker, ey. Da werde ich von meinen eigenen Leuten gebasht. Oh, ich jetzt? Okay. Hier, mach die Dinge. Schrei halt! Daniel! Nepomuk. Super, ey.
Perlhaut. Krieg ich jetzt? Was? Große Vivernus Trainers. Dankeschön. Da liegt ja noch was. Da hängt er einfach. Da hängt er einfach rum. Oder sie, vielmehr. Stahleier. Money, money, money. Die der Waffe Morbox wurde die Wechselkunst verdichtete Todesentladung hinzugefügt. Das hört sich nach was an. Das hört sich nach was richtig krassem an. Gucken wir doch mal. Huch. Alter, einfach so eine dritte Option mit reingepackt. Todesentladung, fertig, ein Todesstoß führt den Entladungsangriff, verstärkt Elementenergie und führt einen Stoß aus, der quasi Explosion endet. In der Aktivierungsbalken voll und das Ziel ein großes Monster wird die Aktion zu einem direkten Elemententladung. Ein Todesschuss für Elemententladung. Verleiht dir hohe Standfestigkeit, führt einen schnellen Schlag mit Sound-Elementar-Explosion aus. Der Aktivierungsbalken hat keinen Einfluss auf diese Aktion. Ach was, bewege L nach hinten, um eine schnellere, vereinfachte Explosion auszuführen. L nach hinten? Wo weiß ich denn, wo hinten ist? Mehrfaches Drücken erhöht die Anzahl der Treffer. Ja, das habe ich schon gemerkt. Also, pf, 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 pf. Ja, können wir mal ausprobieren. Aber ich mache jetzt erstmal eine kleine Pause. Wir haben ja auch schon 11:30. Ich glaube, ich werde nochmal so ein bisschen Animal Crossing zocken. Da habe ich irgendwie auch gerade Bock drauf. Aber ich mache jetzt erstmal eine kleine Pause. So, das war's mit Monster Hunter. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen haben soll, dann liked bitte das Video, je nachdem, auf welcher Plattform ihr euch das Ganze ansieht. Oder ihr könnt auch, je nachdem, wenn euch mein Content gefällt, immer mal wieder reinschauen. Einfach mir folgen und dann seht ihr auch, wann ich streame. Und ansonsten, ja, ne? Twitch, sub2-xy und auf YouTube ist es halt sub2's Lootbox. Also Leute, ich bin raus, ich komme dann vielleicht nochmal gleich on. Mal gucken, erstmal mache ich jetzt Pause und dann entscheide ich ganz spontan, was ich mache. Leute, bis später, wiederschauen, reingehauen, au revoir und bis zum nächsten Mal.